Du kannst hier wirklich. Wir sind auf Level. Ah, ich wollte gerade sagen. Jetzt haben wir ja ewig viel. Zwei Fähigkeitspunkte haben wir. Gesundheit, Gesundheit. Perfekt. Sehr, sehr nice. So, als wäre nie was passiert. Der war ja ganz einfach. So, da gab es noch 95 Dollar auf der Straße. Die wollen wir natürlich nicht verschenken. So, ich bräuchte ein Auto. Raus aus dem Auto. Bitte. Ja, ist er nett. Vielen Dank. Kann ich, wenn ich jetzt auf der Karte folge... wir könnten theoretisch jetzt umdrehen, hochfahren und die erste dann rechts und dann einfach ganz rechts und dann noch einen Mordauftrag mitnehmen. Das können wir machen. Dann machen wir das nämlich so. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Level 22 haben wir. Das ist sehr geil. 185.000 Dollar. Und ich freue mich echt, aua. Ich freue mich wirklich auf den zweiten Teil. Weil da kannst du dann auch Leute anheuern und kannst die mit teilhaben lassen an deinen Übernahmen. Das Geile ist, du kannst die dann nachher auch platzieren in den Geschäften. Je mehr du natürlich platzierst, umso mehr ist die Chance, dass du Geschäfte behältst. Weil dann später gibt es auch noch Gegenangriffe im zweiten Teil und das ist halt einfach cool. Aber wartet einfach mal ab, ihr werdet es ja sehen. Ich spiele es auf jeden Fall, der Pate 2, je nachdem, wie lange der erste Teil noch geht. Wir sind da eigentlich schon relativ weit fortgeschritten. Aber wir gucken einfach mal. So, ich würde nämlich gerne noch ein paar Sachen übernehmen. Noch ein paar Missionchen würde ich auf jeden Fall gerne machen. So, und wir müssen jetzt dann hier irgendwo rechts ab. Die Straße müssen wir rechts ab, also fahre ich da runter. Beziehungsweise ich springe. Ach so. Na, vielen Dank auch! So, dann muss ich hier rein. Und dann muss ich hier raus. Und dann bin ich doch hier, glaube ich, eigentlich richtig, ne? Da können wir jetzt nämlich noch den Mordauftrag mitnehmen. Wenn wir schon gerade hier in dem Eck sind. Nicht, dass wir später wieder hinfahren müssen. Das wäre Blödsinn. Deshalb machen wir es gleich. So, das ist auch hier irgendwo gleich. Ach, das ist wieder die Kirche, ne? Perfekt. Dann nehmen wir da gleich den nächsten mit. Was hat er für uns? Einen neuen Mordauftrag. Du siehst gut aus, mein Freund. Wärst du an einem neuen Job interessiert? Na, Logan! Die Familie kann auf mich zählen. Was soll ich tun? Ich will, dass Oscar Zeffirelli leidet. Ich habe meine Gründe dafür. Töte ihn nicht gleich, sondern lass ihn langsam ausbluten. Okay. Schwein. Der Bastard hat meine Schwester vergewaltigt. Oscar Zeffirelli ist ein Capo da Stracci. Das Schwein hat sich an einem 18-jährigen Mädchen vergangen. Er versteckt sich irgendwo in New Jersey. Sobald sie wissen, wo sich Oscar versteckt, lassen sie ihn für seine Verbrechen büßen. Schießen sie Oscar zuerst ins Knie, dann in die Schulter und schließlich ins Kinn. Alter Scheiße. Knie, Schulter und dann ins Kinn. Das ist so ein Ding, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber das kriegen wir auch hin. Bislang haben wir ja eigentlich alles geschafft. Und so will ich auch das andere schaffen. Ist es hier in der Nähe, oder was? Nee, das ist einfach nochmal ein ganzes Stück zurück. Vendetta in Cuneo, da haben wir einiges an Vendetta. Auch bei den Tartaglias. Die kontrollieren hier zwei Dinger. Jetzt werde ich erstmal dahin noch fahren. Machen wir erstmal weiter. Missionstechnisch schauen wir einfach mal, was passiert. Was wir jetzt machen müssen. Wir haben ja noch 14 Minuten Zeit. So, unsere Heilung ist gut. Wir brauchen also nicht ins Krankenhaus. Hier wäre nämlich übrigens eins. Weg, weg, weg! Ach, wie schön. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Aber es läuft eigentlich relativ gut. Bis auf diese eine Bruno Tartaglia-Scheiße. War es eigentlich relativ gut bisher. Komm gut durch. Wie gesagt, wir haben schon fast drei Viertel der Mission gemacht. Und nach der Mission können wir gucken, wie wir noch weitermachen. Werden wir einfach sehen, keine Ahnung. So, da ganz, ganz hinten. Das Haus, was uns noch nicht gehört.
Können wir das eigentlich kaufen? Ich glaube schon, oder? Sonny trägt den Krieg auf die Straße, um seinen Einfluss aggressiv zu vergrößern. Während in den Straßen der Krieg tobt, muss sich Sonny allerdings auch um seine Familie kümmern. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Die Stelle gibt's auch im Film. Komm schon, Sonny, so geht's nicht weiter. Wir müssen verhandeln. Also jetzt pass mal auf, Tom. Das ist das typisch Irische in dir. Diese verdammte ganz ruhig und nimm's leicht Scheiße. Ich will nicht respektlos sein, Tom, aber ein italienischer Consiglieri würde nur verhandeln, wenn er seinen Worten gleich mit einem scharfen Messer Nachdruck verleihen könnte. Sonny, du bist mein Bruder, aber manchmal... Ach, Mann, tut mir leid, Tom. Du weißt, dass wir Brüder sind seit dem Tag, an dem ich dich nach Hause gebracht habe. Aber sehen wir den Tatsachen ins Auge. Dieses Morden ist noch nicht vorbei. Tja, das führt nur zu Schlechtem. Reden Sie mit Sonny. Die Cuneos haben zwei unserer Leute erledigt. Beim Essen, diese Mistschweine, haben sie abgeknallt, bevor sie ihre Suppe hatten. Wie ist der Plan? Unser Ziel ist die Bar der Cuneos. Die Kerle brüten dort irgendwas aus. Wir fahren einfach vorbei, schießen den Laden kurz und klein. Und dann genießen wir das Feuerwerk. Ach ja? Ich zweifle da noch dran, aber machen wir das mal. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Okay, verschwinden wir von hier. In diesem Leben, du weißt schon, unserem Leben, da kriegst du keine Orden. Vorher landest du in irgendeinem verdammten Fluss. Weiß der Teufel wo. Aber das ist kein Heldenjob, Kleiner. Du tötest die Leute nicht aus einer Meile Entfernung. Du knallst sie ab, wenn du das Weiße in ihren Augen siehst, verstehst du? Du stehst direkt neben deinen Opfern, bläst ihnen das Hirn aus dem Schädel und versaust dir damit deinen Anzug. Na, Kleiner, wie gefällt dir das? Naja, wäre es nicht das erste Mal, was wir es machen. Der Plan, das ist der verdammte Plan. Ich will wissen, wer diesen Drecksladen beliefert und ihn bis auf die Grundmauer niederbrennt. Das ist mein verdammter Plan. Sie schlagen uns und wir geben es zurück. Es ist halt, es gerät momentan völlig aus dem Ruder. Das, was Don Corleone anders gemacht hat, war einfach verhandelt. Es darf niemals Private mit dem Geschäftlichen vermischt werden. Und das ist schon immer so. Auch hier ist es genau das Gleiche. Okay, wir sind da. Willst du vorgehen? Oder bist du ein verdammtes Muttersöhnchen? Alter, voll die Birne weggeballert, ne? Der Sonny. Ich gehe andersrum, ich gehe auf die andere Seite. Alter. Und tschüss. Du machst einen großen Fehler. Ja, ja. Dein Fehler ist, dass du tot bist, mein Freund. So, wir müssen aber runter oder hoch? Ich glaube runter, ne? Sonny! Der wartet nicht, der alte Vogel. Ich habe nur noch einen Schuss, das ist ein großes Problem. Ich hab was abgekriegt. Alter, ich bin gleich tot. Gibt's hier was zum Healen? Ich brauche was zum Healen. Es gibt nichts zum Heilen. Verarsch mich! Ein Schuss für die Schrotflinte, das ist zu wenig. Wer beliefert diesen Laden? Und wenn sie mich töten, von mir erfahren sie nichts. Alles klar. Nein! Oh! Gnade! Ich werde sie töten
Und dann nehme ich mir ihre Familie vor. Also, wer ist ihr Lieferant? Das Lagerhaus. Es gehört den Kunios, mehr weiß ich nicht. Holy shit. Du Stück Scheiße. Das ist mein verdammtes Geschäft. Leck mich! Basini? So, das platzieren wir da mal schön. Schnell weg. Ich bräuchte aber mal, um was mich aufzuheilen, ne? Kann ich den eigentlich noch erschießen? Das ist ein Arschloch eigentlich. Ich habe hier echt nichts zum Aufheilen. So, wir müssen dem Vogel da folgen, ne? So, dann folgen wir den mal. Auf geht's. Move! Jetzt müssen wir den verfolgen. Das wird auch das Letzte sein, was wir, glaube ich, in der Aufnahmesession machen. Den werden wir uns holen. Oh, leck, wir werden noch verfolgt. Das ist nicht dein Ernst, oder? Heiliges Blechle. So, links rum. Auf geht's. Oh, ne. Oh, ne. Sind das nur Straßensperren oder ist das hier... Sperrgebiet on the rocks. Das ist nicht dein Ernst. Ich bin ja eh gleich tot. Das kannst du haken, Digga. Ich bin völlig falsch gefahren. Hier habe ich mal völlig Scheiße gebaut. Komme ich hier durch? Nein. Das ist ein großes, das schaffe ich nicht mehr. Das war blöd. Aber wer konnte es denn ahnen? Fuck! Wo muss ich ihn hin? Das ist ja wahnsinnig. Das ist das absolut Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Das Blöde ist einfach, die drücken dich weg, wie sie wollen. Du hast da überhaupt keine Chance. So, ich muss jetzt hier irgendwo links. Ob ich den überhaupt noch kriege? Das ist eine gute Frage, ja. Gute Frage ist's. So, bin ich da richtig gefahren? Oder bin ich da schon wieder in einem Scheiß? Ne, da unten ist er. Da unten ist er. Ja, ja, genau. Als ob, mein Freund, als ob. Das ist der reinste Witz. Ja, super, jetzt habe ich ihn verloren. Ich muss ins Auto, ne? Schaffe ich eh nicht. Knall mich doch, ja. Ist klar. Okay, wir sind aber da. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt kommen die hier wieder raus. So, und was jetzt? Muss ich da rein, oder was ist jetzt los? Ach, der beliefert den deshalb einfach. Knall ihn doch klein! Und was jetzt? Ich brauche eine andere Waffe auf jeden Fall mal. Leer. So, wir machen es anders. Was soll ich denn da überhaupt machen? Ich verstehe es gerade gar nicht.
Ich habe überhaupt keinen Plan, was überhaupt gerade Phase ist. Wir müssen da hoch. Ah, okay. Also doch. Ist da wer drin? Ist da unser Ziel oder war das kaputt? Sonny Black. Warten Sie. Ich bin Geschäftsmann, das ist alles. Ich will keine Probleme haben. Ach, tja, zu spät. Warum hast du denn deine Leute auf uns gehetzt? Ich sage Ihnen jetzt wirklich alles. Wir werden beliefert aus Midtown. Midtown entscheidet das. Wer steckt dahinter? Verkauft General Patton euch Panzer? Sie liegen gar nicht so falsch. Waffen, viele Waffen. Hell's Kitchen, ein alter Kai. Oh, Halleluja, das ist wie Weihnachten. Und noch was. Arti Manzerano, er führt sich wie der Papst auf. Oh, hört euch das mal an, Männer. Arti, der Elch Manzerano. Hey, das ist ein Volltreffer für uns Jungs. Machst du mit den Kunios keine Geschäfte? Gut, dann lasst mich gehen. Es ist geschäftlich, rein geschäftlich. Oh, sicher, sicher. Du hast vollkommen recht. Aber das Geschäftliche geht mal vorbei. Bitte, bitte. Ich hab Kinder. Kleine Kinder. Tja, zu blöd. Wir haben alle etwas zu verlieren. Sie sind nicht so kaltblütig wie die anderen, das spüre ich. Ach nein. Das halte ich für ein Gerücht. So, das Dumme ist halt, ich muss jetzt einfach noch aufnehmen. Und ich glaube, ich muss da noch verschwinden, kann es sein? Laufen Sie mit Sonny zu dem Auto. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt noch die Mega-Verfolgungsjagd wieder auf uns wartet. Ja, dann... Nee, das Auto wollen wir nicht, sondern wieder unsers. Suchen wir den fetten Mann. Machen wir ihm ein Angebot. 3 Minuten? Fahren Sie zum Lagerhaus der Kunios. Wo komme ich da am besten hin? Jetzt müssen wir halt noch die Folgen aufnehmen. Das machen wir. Ach, einfach bis zum Ende. Easy going. Das soll ich in 3 Minuten nicht schaffen, oder kommt da jetzt noch die Hölle auf mich zu? Ja, ist klar, Digga. Diese Mini-Bodenwelle. So, dann nix wieder hinten hin. So, dann werden die Folgen halt ein bisschen länger, das macht ja auch nichts.